Salut et fraternité, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Kampagne von Let's Play Napoleon Total War, nachdem wir ja im letzten Mal, in der letzten Kampagne Italien erobert haben, ist jetzt Ägypten dran. Die zweite wichtige Etappe auch im Werdegang unseres kleinen Korporals, den wir hier spielen, nämlich eben besagter Napoleon Bonaparte. Ich spiele das ganze Ding auf schwer, werde jetzt allerdings noch nicht so viel zur Historie sagen, sondern das mache ich dann im Laufe des Szenarios selbst. Ich lese jetzt einfach mal den Text vor und dann hören wir uns kurz an, was die Kampagnenberaterin hier sagt. Napoleon Bonaparte und seine Orientarmee stehen vor einer schwierigen Aufgabe, der Eroberung Ägyptens und dem Marsch nach Indien. Nachdem sie in Indien eingetroffen ist, soll sie sich den Streitkräften Tipu Sultans des Tigers von Mysore anschließen und die verhassten Engländer ins Meer treiben. So lautet der ehrgeizige Plan, der vom ebenso ehrgeizigen General Napoleon Bonaparte umgesetzt werden soll. Zum Erreichen dieser Ziele müssen allerdings so einige Hindernisse überwunden werden. Ägypten wird von den Mamelucken beherrscht, die treue Diener des Osmanischen Reiches sind. In der Gluthitze der Wüste müssen die Franzosen auf Alexandria marschieren und die Macht der Mamelucken brechen, bevor sie sich um andere Ziele kümmern können. Hier in diesem Land voller uralter Geheimnisse gibt es viel Ruhm zu erlangen, genug Ruhm für Frankreich und vielleicht auch für General Bonaparte. Und ich finde das schön, dass hier auch auf dieses geheimnisvolle Land Ägypten eingegangen wird an dieser Stelle. Man muss sagen, die Kenntnisse über Ägypten sind überhaupt erst durch diesen Feldzug Napoleons entstanden. Im Gefolge Napoleons waren während dieses Feldzugs eben nicht nur viele Soldaten, sondern auch sehr viele Wissenschaftler dabei, die über Ägypten berichten sollten. Die Ägyptologie, also die Wissenschaft des alten Ägyptens, könnte man so sagen, ist ganz stark durch diesen Feldzug Napoleons geprägt worden. Die ägyptische Gesellschaft und Kultur übrigens auch. Aber wir hören uns jetzt erstmal an, was die Kampagnenberatung zu melden hat. Und hoffen wir mal, dass es nicht allzu schwer wird. Es war eine Zeit der Entdeckungen und Eroberungen. Die Franzosen bereisten die Welt. Sie lehrten, lernten und trieben Handel. Die Briten waren eine ständige Bedrohung. Ihre Händler schnappten sich alles und erstickten unseren Handel im Keim. Während Britannien immer reicher wurde, versank Frankreich in Armut. Mitten im Sommer landete Napoleon in Ägypten. Jetzt würden uns der Osten und sein Reichtum offenstehen. Ägypten. Hier flüstert der Sand Geschichten längst vergangener Schlachten und Siege. Hier spürte Napoleon die Last von 40 Jahrhunderten auf seinen Schultern. Bis jetzt habe ich nichts erreicht, sagte er. Doch die Wüste ist hart und gnadenlos. Tapferkeit allein reicht hier zum Überleben nicht aus. Nachdem Frankreich Alexandria den Mamelucken abgenommen hat, muss es sich sofort auf Murad Bey, den Anführer der Mamelucken, konzentrieren, der seine Truppen in Kairo sammelt. Wenn sie in Ägypten siegreich sein wollen, müssen sie ihn töten. Das Osmanische Reich wird ihre Absichten sicherlich bald erkennen und seine Armeen nach Süden in das ägyptische Territorium einmarschieren lassen. Die Forts von Al-Arish, Jaffa und Akkon sind die wichtigsten Befestigungsanlagen auf ihrer Route. Um den Vormarsch erfolgreich zu stoppen, müssen sie alle Forts einnehmen. Die militärische Präsenz der Osmanen mag in Levante zwar nicht besonders stark sein, aber die Hohe Pforte wird sicherlich Verstärkung aus Anatolien und Griechenland senden. Diese Eliteeinheiten sind im europäischen Kampfstil ausgebildet und als Nizam-i-Cedid bekannt. Um ihre Lage noch zu erschweren, haben die Briten Horatio Nelson, einen ihrer fähigsten Generäle, ins östliche Mittelmeer geschickt. Er schneidet ihnen den Fluchtweg ab. Kein französischer Nachschub oder Verstärkung kommt zu ihnen durch, solange der britische Marinestützpunkt auf Zypern aktiv ist. Ihre Gegner können sie nun sowohl von Land als auch von der See aus angreifen. Deshalb sollten ihre neu erworbenen Ortschaften und Städte eine gute Verteidigung besitzen,
damit der französische Fortschritt in dieser Region keine schlimmen Überraschungen erlebt. Und ich check mal ganz kurz noch meine Optionen, bevor ich hier den Text vorlese und mach dann auch noch gerade die Kampagnenberaterin weg. Sekunde bitte. Und hier ist unsere erste Mission. Wir sollen Kairo einnehmen. Das ist interessanterweise auch eine der Aufgaben, die Napoleon selbst erledigt hat. Diese ehemaligen Sklavensoldaten, damit sind die Mamelucken gemeint, die zu jener Zeit eben Ägypten verwalteten im Dienste der Osmanen, sind nominelle Verwalter des Landes für das Osmanische Reich und beherrschen im Grunde Ägypten. Wir sind unter dem Vorwand hierher gekommen, Ägypten von ihrer Herrschaft zu befreien. Wir konnten die Osmanen zwar nicht allzu lange täuschen, aber den Kampfgeist der Mamelucken zu brechen, ist immer noch unser oberstes Ziel. Durch die Einnahme Kairos könnten wir für den Zusammenbruch ihres Heeres sorgen und uns Ägypten sichern. Wir bekommen 2000 Franken als Belohnung. Auch vielleicht, bevor ich jetzt zu viel zur Geschichte sage, es ist in der Tat so, dass der Ägyptenfeldzug so eine Art Notlösung war. Und das sind jetzt so ein paar Sachen, die muss man einfach noch dazu erwähnen. Das erste ist, das Direktorium wollte eigentlich gerne über den Ärmelkanal und Großbritannien eben direkt auf heimischem Boden angreifen. Dazu hätte es einer Invasionsflotte bedurft, um eben auch die Invasion zu sichern. Napoleon hatte diesen Auftrag und kam dann dort an bei einer Flottenbesichtigung im Ärmelkanal, also im Februar, bevor das hier mit diesem Ägyptenfeldzug losging. Das war also aber auch, ich glaube, das war noch ein Jahr oder waren es sogar zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich meine, es müsste 1796 gewesen sein, als er sich diese Flotte da am Ärmelkanal angeguckt hat. Und er hat gesehen, das war also von Flotte kaum noch etwas übrig, also sehr, sehr schlechter Zustand der Schiffe auch, die eben auch unter der vorangegangenen Misswirtschaft gelitten haben, unter der Staatspleite etc. Und er wollte seine Karriere dafür nicht aufs Spiel setzen und hat dann den Vorschlag gemacht, alternativ können wir entweder Hannover angreifen, die stehen ja in einer, also dynastisch auch sehr engen Verbindung zu Großbritannien, oder wir greifen Ägypten an und können dann drohen, nach Indien vorzustoßen. Das ist eigentlich so der Hintergrund für den Plan gewesen, den Napoleon damals sich überlegt hatte. Und es ist insofern wichtig, weil Napoleon hier an einer Stelle ganz klar gesagt hat, das ist für mich ein zu heikler Feldzug, da könnte ich meine Karriere aufs Spiel setzen, das will ich nicht. Ganz im Gegenteil, sondern ich möchte eher was, worauf ich mich verlassen kann. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz uns die Frage stellen, warum eben ausgerechnet Ägypten angreifen. Ja? Also eigentlich ist das ja, es gibt halt unterschiedliche Deutungen für diesen Ägyptenfeldzug. Die eine Deutung ist quasi, man wollte eigentlich Napoleon eine besonders harte Nuss geben, weil man dann gehofft hat, ihn so entsorgen zu können. Da muss man sich aber die Frage stellen, welcher Staat macht das, den aktuell besten General und 40.000 Soldaten einfach so zu verheizen, nur weil man jetzt eben diesen General absägen möchte. Also da gibt es in der Regel andere Mittel. Es ist wahrscheinlicher, dass es tatsächlich ein ganz ernstzunehmendes und auch siegversprechendes Unterfangen gewesen ist. Und taktisch gesehen war wirklich diese Invasion in Ägypten eigentlich genial, denn Ägypten hatte keinerlei Bündnisbeziehungen zu den Briten, und beziehungsweise die Mamelucken, die das damals eben im Auftrag der Osmanen verwaltet haben. Insofern konnte man hier an einem Punkt zuschlagen, den man für sich dann eben strategisch wichtig gewinnen konnte, ohne dass man direkt einen riesigen Krieg vom Zaun bricht. Man muss ja auch an der Stelle berücksichtigen, oder wir müssen an der Stelle berücksichtigen,
dass der Frieden mit Österreich ja noch relativ zerbrechlich war. Also da wurde ja auch schon so darauf hingewiesen, dass dieses Friedenssystem in Europa, das nach dem Italienfeldzug zurückblieb, ja auch erstmal so sehr instabil war. Und das war ja auch nach der Französischen Revolution war das ja schon alles instabil. Ja, und wie sieht's jetzt aus? Wir sollen eben als allererstes mal Kairo einnehmen. Kairo hat eine Akademie und deswegen schicke ich meinen Edelmann, den wir hier oben haben, den schicke ich direkt hier runter. Also das weiß man eben, wenn man diese Kampagne schon mal kurz angespielt hat, habe ich auch gemacht. Ich habe sie auf normal mal angespielt, um zu gucken, wie das alles so hier aussieht. Und deswegen schicke ich den Edelmann jetzt mal direkt hier runter. Denn ich möchte gerne hier unten in diese Stadt rein und schon mal den Edelmann in Stellung bringen, damit ich dann gleich, wenn ich Kairo eingenommen habe, auch direkt loslegen kann. Dann gibt es noch ein paar andere unterschiedliche Überlegungen. Wir haben ja noch hier einen Spion. Diesmal haben wir überhaupt erstmal einen Spion. Den hatten wir in Italien, glaube ich, gar nicht. Und wir können jetzt erstmal hier uns diese Garnison von Mahalla al-Kubra angucken. Was haben wir drin? Mamelucken. Asaren, die sind nicht schlecht, soweit ich weiß, und eine Bauernmiliz. Aber diese Garnison hier ist sehr schwach, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, da ist fast nichts drin, da ist eine kleine Artillerie drin, aber um die können wir uns relativ gut kümmern. Also idealerweise sollte es eben Napoleon sein, der Kairo angreift. Und ich schlage vor, dass wir auch direkt Damanhur mit Napoleon angreifen. Jean-Baptiste Kléber, der ja auch hier als Soldat, als General zugegen ist, ist, soweit ich weiß, auch lange dann in Alexandria geblieben und hat dort die Garnison erstmal aufgebaut. Er hat später dann, als Napoleon aus Ägypten zurückgezogen ist, hat er, glaube ich, sogar das komplette Kommando für diesen Feldzug dann übernommen. Wir werden immer noch wieder darauf zu sprechen kommen, inwiefern sich dieser Feldzug gelohnt hat und inwiefern er sich nicht gelohnt hat. Ja, und ich würde sagen, wir bauen hier mal dieses Holzfällerlager, weil wir ja 10% Gebäudekosten dann dadurch sparen. Und bevor ich hier jetzt irgendwas baue, machen wir erstmal dieses Holzfällerlager fertig. Aber eine einfache Straße sollte man vielleicht mal hier herstellen. Es ist auch insofern wichtig, weil wir ja hier natürlich Infanterietruppen bauen müssen. Ich glaube, Linienfüsiliere sind hier eine gute Wahl. Wir vergleichen die aber nochmal ganz kurz mit dieser Linieninfanterie. Das wäre noch ganz schön, wenn diese Linieninfanterie eher der Hitze besser standhalten könnte. Muss man gerade schauen, so von den Kosten nimmt sich das hier nicht so viel. Da würde ich dann eher die Linienfüsiliere nehmen, weil die einfach den besseren Angriff haben. Dann machen wir mal zwei Stück von und wir nehmen eine Einheit Dromedar-Kavallerie, meine ich. Ich glaube, die sind etwas resistenter gegen die Hitze, ne? Gute Kondition, erschreckt Pferde, Schleichpfade. Diese Männer nutzen jede Möglichkeit im Land, um ihre Marschspuren zu verwischen und sind auf der Kampagnenkarte nur schwer zu entdecken, ne? Das ist ja cool. Kann sich im Wald verbergen und plänkeln. Naja, das ist doch ganz gut. Und dann machen wir das mal so, schlage ich vor. Die Frage ist jetzt, also es ist halt schon, oder sollen wir doch wirklich erstmal, ich glaube, wir rüsten erstmal doch die Infanterie. Ich hätte ganz gerne noch eine gescheite Infanterie, um hier eben auf diese Provinzhauptstadt Garbia vormarschieren zu können. Verzeiht mir übrigens, falls ich hier die Namen falsch ausspreche, also da bin ich nicht so versiert, ganz ehrlich. Geh doch mal hin und infiltriere mal die Stadt. Schade, er ist enttarnt worden. Gut, er konnte entkommen, aber er hat jetzt, unser Ansehen hat dadurch gelitten. Es ist egal, wir haben hier sowieso mit allen Krieg, aber jetzt sehen wir doch wenigstens, was genau da drin ist, oder? Nee, immer noch nicht. Naja, das ist nicht toll. Also, eine... Wo rennst du denn jetzt hin? Halt, stopp! Also da habe ich definitiv nicht hingeklickt, ne? Okay. Dann machen wir das so.
Du kannst jetzt schon mal hier hingehen. Und weil diese Garnison, die ist halt nicht so schlecht. Also ist echt nicht gut, ne? Laufen wir mal gerade hier hin. Versuchen wir noch das Beste rauszumachen. Also ich wollte Kleber eigentlich nicht mitnehmen. Mach das mal so. Okay, jetzt müssten wir doch, wenn wir angreifen, die Kanonen dabei haben als Verstärkung, oder? Jawohl, wunderbar. Dann machen wir das auch jetzt mal als allererstes. Also vielleicht ist das jetzt mit diesem kleinen Fehlklick, den ich mir da geleistet habe, nicht ganz so schlimm. Und ich denke, wir könnten Babur Husseini eigentlich auch noch relativ gut schlagen. Das Tolle ist ja, dass die KI in der Regel versucht, den Vormarsch zu machen. Ich habe jetzt in der dummer Weise auch nicht die volle Armee dabei. Das mit Kleber stört mich jetzt ziemlich. Aber gut, wir werden es schon schaffen. Wir müssen nur gucken, dass wir oben relativ gut standhalten können, dass wir einen ordentlichen Nachschub haben. Und dann wird das schon. Wichtig ist, dass wir bei den Schlachten nicht allzu viele Verluste machen. Und naja, ich habe ja auch gelernt, dass man doch in der Regel hier bei den Chasseurs erstmal dieses Verhalten der leichten Infanterie einschalten sollte. Jetzt habe ich hier wieder eine verkehrte Steuerung. Moment mal kurz. Gut. Jetzt scheint es zu funktionieren. Ich muss sagen, ich habe sehr viele Probleme gehabt, das Spiel bisher aufzunehmen. Aus irgendeinem Grund macht mir Napoleon große Probleme. Ich kann es leider auch nicht genau sagen. Ich versuche jetzt erstmal hier eure Vorschläge zu beherzigen, aber bitte doch nicht so, sondern mach's doch mal schön gerade. Wir stellen hier das Verhalten der leichten Infanterie an. Ich denke mal, das ist deswegen von Vorteil, weil die Einheiten sich dann wegducken, wenn sie halt wenn sie nachladen und dann die Reihen von hinten auch noch feuern können. Ansonsten werde ich das gleich erfahren. Ich habe ja noch nicht so die Riesenerfahrung mit Rome, mit Napoleon. Ja, und die Einheiten stelle ich ansonsten sehr, sehr breit auf. Wir gucken mal, wo die Verstärkungstruppen gleich kommen. Und ich lasse ihn ansonsten eher mal auch rankommen. Ihr habt ja gesagt, stell die Einheiten dünn auf und lass die AI erstmal kommen. Ah ja, wunderbar, das sind sie ja schon. Gut. Warten wir mal. Er hat auch eine Artillerie, aber die steht da hinten ganz genau. Und wenn ich die Artillerie dabei habe, dann ist er da auf jeden Fall im Nachteil. Ich muss sagen, ich mag die Granadiere nicht so. Die sind mir von der Steuerung her ein bisschen umständlich. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ach du meine Güte, jetzt echt, es ist so eindeutig. Ach Herr Jesus, das ist ja Wahnsinn. Na, dann können wir mal die erste Artillerie hier aufstellen. Das Schöne ist, diesmal sind wahrscheinlich keine Wölfe dabei. In der Wüste am Fuße der Pyramiden gibt es, glaube ich, nicht so viele von denen. Ja, wenn ich jetzt also nicht, wenn ich jetzt die Artillerie in der Armee gelassen hätte, hätte ich nicht sofort angreifen können. Das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. Ich stelle die andere Artillerie hier auf die Anhöhe. Die Infanterie lasse ich vorrücken. Die andere Kanone geht also hier in Stellung. Mal kurz, ja, das sieht ganz gut aus. Was macht er da? Also seine Artillerie ist immer noch nicht in Stellung.
Man sieht ja leider noch nicht so genau, wie weit diese Einheiten feuern können. Ah ja, komm, da geben wir mal gerade ein bisschen Gas, bis die hier in Stellung sind. Und der Napoleon, der geht hier hin. Ja, wobei vielleicht doch eher hier hin, damit er einen besseren Ausblick auf die Artillerie hat. So, dieser Hügel da, der ist definitiv mal nicht so gut. Bäume sind keine Hindernisse, wie wir mittlerweile wissen. Ach so, ich weiß gar nicht, geht das hier auf Zeit? Nö, ich glaube, das Schlachtenzeitlimit habe ich ja ausgeschaltet. So, welche sind denn als erstes in Stellung? Ihr seid das, ne? Also die Einheiten, die Napoleon hier dabei hat, die haben ja echt eine krasse Erfahrung. Gut. So, jetzt lassen wir ihn mal kommen. Beweg mal die Einheiten so, dass ich ihn hier ein bisschen besser abfangen kann, wenn er kommt. Weil der läuft ja echt frontal gegen die Artillerie an, ne? Der ist ganz schön mutig, der Bursche. Ich werde jetzt mal hier diese Gruppen ein bisschen kleiner fassen. Ich denke, unter dem Artilleriefeuer dürfte er da eigentlich keine Chancen haben. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wenn die Linie schießt, ob dann die Chasseur auch getroffen werden. Ich glaube ja, oder? 5 und 7, ne? Ich glaube, die werden auch, oder? Obwohl die sich so wegducken, ne? Noch mal hier, wie das hier aussieht. Also da sind jetzt keine gefallen, interessanterweise. Finde ich jetzt ein bisschen, also teilweise fallen welche, teilweise fallen keine. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Jetzt sind wir die Dragoner hier rüber. Stellen wir mal in den Defensivmodus, denn ich möchte nicht, dass die da hinterher rennen. Warten wir mal, bis die erste Salve weg ist. Ich weiß, klar, natürlich rennt ihr hinterher, aber da mache ich nicht mit. Ist halt doof, jetzt werden hier... Sir, unser General wird angegriffen. Ach du meine Fresse, hat der hier mit der Ari getroffen oder was? Hä? Muss wohl, ne? Also, gerade ein bisschen komisch. Ich bin ein bisschen irritiert. Also das Pferd läuft immer noch da lang. Ja, wie kann der da treffen? Ja klar, ne? Natürlich, der wämst da erstmal voll in seine eigene Kaff rein. Naja. Dann nehmen wir mal gerade die Dragoner, um da ein bisschen aufzureiben. Ihr rückt vor.
Also hier beim Umdrehen der Einheiten. Es kann aber auch sein, dass das ein Artillerietreffer war. Sagt ihr es mir? Ich bin ziemlich verwirrt. Also ich meine, ich hatte öfter mal gesehen, dass sich die Einheiten dann halt eben vorne wegducken, wenn die das Verhalten der leichten Infanterie aktiviert haben. Und dass man also dann... Greif mal an. Und dass die Einheiten dann eben deswegen weniger... dass die Einheiten dann deswegen keinen Schaden nehmen, ne? Das sind auch wieder so, das ist so der Elite-Pöbel, der fängt sich natürlich nochmal. Hau ab, nee, nix hier. Kannst du nämlich schön in die gegnerischen Reihen rein. Der kommt ja nämlich gerade schon wieder angekackt. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Legt euch mal hier ganz schnell. Das hier mit der Mauer ist auch irgendwie ein bisschen verbaut. So ganz wie ich das vorhabe, klappt es da nicht. Aber gut, ich muss mir da jetzt ein bisschen Zeit lassen. Ich werde das nochmal etwas beobachten. Hier müsste jetzt auch gleich wieder eine Salve abgefeuert werden. Wenn die sich verteidigen, dann verlieren die natürlich welche. Ja, okay. Also ich glaube, es lag dann vorhin daran, dass es genau so eine Situation ist wie hier. Die werden auf der äußeren Seite angegriffen und dann stürmen erstmal alle Einheiten in so einem Pulk rüber. Und dann müssen wir hier natürlich jetzt erstmal im Nahkampfmodus angreifen. Weil wenn die jetzt, klar, wenn die aufstehen, treffen die natürlich, ne? Aber so, wenn die da geduckt sind und schießen, klar, da passiert ansonsten nichts, ne? Okay, gut. Mal hier in Position. Jetzt kann ich auf einmal doch nicht mehr mit der Maus drehen. Du kannst das komplett vergessen, das wird nicht laufen. Können die nicht, dann macht das bitte so. Jetzt könnt ihr die aufreiben. Und ihr könnt aufhören zu schießen. Also da hast du definitiv nicht auf die Einheiten geschossen, ne? Das begeistert mich jetzt gerade nicht so ganz, aber okay. Ja, ich muss da noch viel üben, aber ich glaube, da habe ich dann vorhin einige Einheiten bei den Chasseurs verloren. Zum Glück hielt sich es ja noch so halbwegs in Grenzen, also die 58, das ist natürlich schade. Man kann natürlich hier dann den Plänkelmodus einstellen, das hätte ich mal besser machen sollen, dann werden die sich wahrscheinlich hinter die eigenen Reihen zurückziehen. Also ist jetzt mal meine Vermutung. Okay, gut, ich glaube, die Dragoner haben da drüben ganz gut aufgerieben. Dann kümmert euch jetzt mal hier um die bewaffneten Bürger. Ja, 20 Stück, das ist okay. Also ich reibe die jetzt natürlich auch nur auf, damit die Erfahrungsboni bekommen. Ja, das ist auch alles nur der Mob, ne? Ich weiß gar nicht, treffen die überhaupt irgendwas? Ich will jetzt nicht diesen Hügel da direkt stürmen, sondern ich würde sie eher versuchen, hier so einzukesseln, dass sie da nicht mehr abhauen können.
Aha. Ja, ich glaube, die treffen aber schon was. Da habe ich jetzt zwei Einheiten verloren. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Das ist natürlich schön, dass der da vorbeireitet. Ich treffe den kaum, ne? Und jetzt hat er doch bestimmt irgendwie, jetzt will er doch bestimmt meine Artillerie oder irgendwie sowas stellen. Kann das sein? Ich muss jetzt mal gerade versuchen, hier so ein bisschen zu schützen. Denn der will doch jetzt bestimmt mit den 20 Mann da irgendwie drauf oder so. Kommen wir mit den Dragonern zurück. Gehst mal hier ins Karree gerade. Nee, da fallen die Leute durch den Beschuss. Okay, ja, dann kann ich das nicht mehr machen. Hatte eigentlich gedacht, dass das Verhalten der leichten Infanterie dafür sorgt, dass die halt geduckt bleiben, dass man mit der Reihe dahinter schießen kann. Ich hatte das mal in irgendeiner Online-Schlacht so ähnlich gesehen, aber wahrscheinlich habe ich dann da einen Fehler gemacht. Ja. Ihr habt ja keine Puste mehr, ne? Infanterie, au rapport! Ja, da hat er ein paar Einheiten mit seiner bekackten Kanone noch getroffen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Welche Männer sind denn das? Die sehen alle noch relativ normal aus. Begeistert, frisch. Frisch. Sind das vielleicht, seid ihr das? Nee, hä? Und wer ist jetzt erschöpft? Naja, warten wir mal, wir werden es ja gleich sehen, ne? Oui, Monsieur! Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Müssen ja eigentlich die Jungs hier sein, ne, oder? Ja, das mit der Erschöpfung, das ist so eine Sache. Das hat Napoleon also bei seinem Feldzug ganz sträflich vernachlässigt. Oder warte mal gerade. Die Chasseurs, die können ja eigentlich jetzt den Rest hier erledigen. Und die Einheiten da zusammenballern. Als Napoleons Armee in Ägypten angerückt ist, waren die eigentlich mehr für so eine Art europäischen Winterfeldzug gekleidet. Und die sind ja im Juli in Ägypten überhaupt erstmal gelandet. Da könnt ihr euch vorstellen, was da für Temperaturen geherrscht haben. Also sensationell. Den klimatischen Faktor hat Napoleon, obwohl er ja ansonsten auch ein sehr begeisterter und sehr genauer Beobachter des Gelände und des Geländes und der Geografie war, diesen Fehler hat er dann doch häufiger gemacht. Wir beenden jetzt das Gefecht an der Stelle. Ich glaube, da gibt es sonst nichts mehr zu tun. Gut, war mal wichtig, das zu sehen, dass es mit diesen Chasseur nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viele von denen bauen. Victoire! Oder in Zukunft. Aber gut, wir haben jetzt halbwegs sichere Nachschubwege hier. Attacke! Wir werden die Stadt friedlich besetzen. Und wir nehmen mal Kleber hier mit dazu. Dann ist unsere Artillerie auch nicht ganz so schutzlos hier unterwegs. Jetzt haben wir schon unsere erste Stadt eingenommen. Was haben wir hier? Das ist ein Bauernhof, der verbessert wahrscheinlich die Versorgung. 100 bringt er. Er hat sich dann in 3 Runden rentiert und verbessert die Verstärkungsrate. Das finde ich ist eine gute Sache. Die Straße bauen wir auch. Ich habe
bei meinem Testspiel eine recht gute Erfahrung mit diesen Milizeinheiten gemacht. Wie viele Mann sind das? 120 und... Ich meine, die sind halt sau schlecht von den Kampfwerten her, kriegen aber einen Garnisonsbonus und sind hitzeresistent. Das darf man nicht vernachlässigen. Also im Gegensatz zu den normalen Milizeinheiten. Da braucht man aber immer schon einen General dabei, damit das irgendwie dann hinhaut. Wie machen wir es am besten? Ich muss mal gerade gucken, würde sich denn so eine Kanonengießerei lohnen? Würde sich die hier überhaupt lohnen? Ach ja, genau, da fällt mir noch was ein. Bei dieser Sache hier mit Zypern. Hier ist ja dieser Marinestützpunkt, also Nikosia, die Hauptstadt von Zypern, müssen wir ja einnehmen. Das ist ja ganz wichtig. Das würde ich folgendermaßen machen. Also hier eine Flotte aufzubauen, die mit Nelsons Riesenmarine konkurrieren kann, ist totaler Unfug eigentlich. Ich schlage eher vor, so 2-3 Schiffe zur Ablenkung hier rauszuschicken und dann mit einer anderen, kleineren Flotte Richtung Norden zu segeln. Das macht man in der Regel, oder in der Regel funktioniert das ganz gut, wenn wir die Mamelucken ausgeschaltet haben. Also wir müssen sie vielleicht gar nicht bis ganz hier runter ausschalten, weil das sind so viele Städte da unten. Ich weiß nicht, ob wir da so viele Ressourcen reinstecken sollten. Das können wir uns mal überlegen. Man kann ansonsten aber auch die Städte hier recht gut verteidigen, meine ich. Aber Leute, das... Ja, also das hier... bei der Armee... Ja, die Verluste gehen. Also dadurch, dass ja die Verluste jetzt eher so bei den Chasseurs waren, kommen wir noch ganz gut klar mit, denke ich. Ja, die Linie hat auch keine Bewegungspunkte mehr. Die Chasseurs haben noch, ne? Und wir haben noch Chasseur à Cheval dabei, ja. Ob wir die hier bauen werden, ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir dann doch diese Kamelreiter. Einfach nur, weil die hitzeresistent sind. Das ist übrigens ein ganz großes Problem der Franzosen gewesen. Die hatten zwar, ich glaube, 1200 Pferde dabei, aber die Kavallerie selbst, die Napoleon dabei hatte, war nicht wirklich stark und so gelang es den Mamelucken, sich immer wieder mit den Truppen zurückzuziehen. Das war natürlich strategisch nicht so gut. Also sowas sollten wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Aber das wäre jetzt erstmal mein halbwegs geglückter Vorschlag, einen Teil der Armee hier unten lang ziehen, um vielleicht hier bei der Belagerung von Garbia zu helfen und dann danach auf Kairo zu marschieren. Vielleicht schaffen wir das sogar schon nächste Runde. Aber nicht mit der normalen, regulären Linieninfanterie und den anderen Einheiten. Dann rekrutieren wir 2 Milizionäre hier. Hier rekrutieren wir die Infanterie und das machen wir auch konsequent. Ich glaube, hier braucht man wieder ziemlich viele Truppen. Ich würde hier auch am Anfang erstmal gar nicht so viel auf den Provinzausbau setzen. Ob wir so ein Steueramt bauen, das weiß ich nicht. Das ist übrigens auch natürlich ganz historisch korrekt. Viele Dinge, die Napoleon in Ägypten gemacht hat, hatten einfach auch wieder was mit der Verwaltung zu tun. Da werden wir aber auch wieder drauf zu sprechen kommen. Wie viel Steuern machen wir denn überhaupt? Gucken wir uns unsere Neueroberung doch mal gerade an. Also in 10 Runden hat sich das Ding dann auch amortisiert, wenn wir ungefähr 10% mehr Steuern einnehmen. Und wir haben halt plus 2 Repressionen. Gibt noch einen zusätzlichen Rekrutierungsplatz. Ermöglicht außerdem die weitere Erforschung. Also hier könnten wir es vielleicht sogar schon direkt bauen. Ob wir ein Theater brauchen, das sehen wir mal noch. Ich glaube aber, es ist nicht verkehrt, hier erstmal einige Truppen dann abzustellen und dann den Vormarsch auf Kairo weiter in Gang zu setzen. Da brauchen wir aber eine große Armee, wenn wir da durch wollen, weil wir haben es ja schon geahnt, die Mamelucken werden das nicht so einfach aufgeben. Und in der Tat ist es auch so, dass ich Napoleon ein heftiges Gefecht mit den Mamelucken vor Kairo liefern musste. Ja, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, Leute. Ich bedanke mich an der Stelle jedenfalls mal bei euch fürs Zugucken. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.